Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Hier wegen Auto. Der Kunde war schon mal vor einem Jahr hier, hat dann Akkus gekriegt und da ist immer was nachgekommen. Aber der Kunde steht sehr viel autark, 2 Tage, 3 Tage und er braucht richtig Strom. So, dann fährt der Kunde weiter zum nächsten Platz. Zeige ich gleich mal. Und er sagt, ja, die Batterien sacken dann ab. Ja, sagt er, wenn ich dann mal eine Steckdose will, dann ist wieder keine da. Und da, wo er hinfährt, hat er immer Probleme mit dem Strom und er will das auch nicht. So, jetzt haben wir 2 Booster eingebaut. Der Mann hat natürlich eine große Lichtmaschine drin. Sonst würde das nicht gehen und ich würde es nicht machen. Ja, wenn ich da eine 140 oder 160 Ampere Lichtmaschine drin habe, würde ich es nicht machen. Die hat 200. Jetzt sehen wir gerade hier, die grüne Lampe ist an, ja, weil der Rapid holt sich Strom. Ja, weil vorne war die ganze Zeit noch, glaube Radio und so ein Scheiß war da an. Der gleicht das sofort aus. Ne? So, dann haben wir hier, die Schilder fehlen. Anne, hast du da drauf? So, hier haben wir den Master. Na, warte, man muss jetzt selber gucken. Welches Master? Ja, hier haben wir den Master, hier haben wir den Slave. So, ist das Auto auch fertig? Wir brauchen den ganzen Tag Arbeit und der Gasgenerator raus und das ganze Gedöne. Hier, das hatte der Kunde drin. Bei 1000 Amperestunden Lithium. Ne? Gut, das hat auch alles seine Berechtigkeit, um Gottes Willen. Ne? Aber mit 25 Ampere brauchst du den nicht einbauen, kann die Lichtmaschine alleine. Brauchen wir nicht weitermachen. Er mehr. Er bremst dir die Lichtmaschine noch aus. Gut, jetzt hat er richtig Bums da drin. Der hat hier wieder eine sehr potente Lichtmaschine. Stefan, dürfen wir mal dahin? Nein. Ich habe ja gesagt, in dem letzten oder vorletzten Video, wir haben wirklich absolut null Probleme mit unserem Ladebooster. Wir haben auch noch keinen kaputt, noch gar nichts. Der läuft, das ist... Hier haben wir wieder Master Slave. Kannst du mal ein bisschen näher rangehen? Die sind aber noch hier im Bau. Schaut mal das Fach, das ganze Fach ist neu hier. Ne? Also das ist alles hier neu. 1, 2, 3 Regler. Die sind ja noch am Bauen. Ne? Stefan ist noch Schläuche am Machen. Hier liegt noch alles. Hier liegt das nächste Kabel. Hier ist der T-Bus. Okay. Dann nur mal gucken, dass wir mal sagen, wie weit wir am Phoenix sind. Und ja, auf jeden Fall hatten wir 24 Volt haben wir ja nicht ganz so oft. Gut, wir haben das schon, aber nicht wie 12 Volt. Ne? Und da ist mir aufgefallen, mit dem Stefan zusammen, weil wir das schon 2, 3 Mal hatten, wenn wir von 24 Volt runter in 12 Volt, wurde der Booster unglaublich heiß. Dann habe ich den Thomas angerufen, der ist ja dann auch sofort hier, der muss das immer sehen und alles. Und dann haben wir auch gesehen, dass nach 50 Minuten die Booster abgeschaltet haben, sind dann wieder gekommen. Hin und her, möchte ich aber nicht. Und da hat der Thomas über Weihnachten, waren wir auch in Kontakt, auch direkt nach Weihnachten wieder. Und er sagt, ja, sagt er, ich habe das hier auf der Werkbank, du hast recht. Der wird richtig heiß, aber Problem ist schon gelöst. Der Booster hat jetzt eine andere Taktfrequenz für den 24-Volt-Bereich. Das ist das Schöne, dass ich keine Wege habe, dass ich direkt sagen kann, da stimmt was nicht. Ne? Gut, ich weiß, dass Booster noch heißer werden, da kannst du Eier drauf braten, aber das ist mega egal, das ist ja nicht mein Booster. Und das wurde dann tadellos geändert und jetzt ist das Problem weg. Ne? Jetzt ist, weiß ich nicht, 50 Grad, 60 Grad, normal, wie jedes elektronische Gerät. Ne? Aber dass der Booster abschaltet, nein. Und er testet dann und sagt mir dann auch, er sagte mir dann, ja, sagt er, ich habe über 4 Stunden unter Last. Der testet das perfekt. 4 Stunden unter Last getestet und der muckt nicht. Ja, so ist das schön. Das war ein kleiner Eingriff in die Software und fertig. So, jetzt gehen wir mal rüber, was der Dirk da gemacht hat. Aber das ist wieder sehr, sehr schönes Fach, Stefan. Ja, hier wird noch alles beschriftet, wofür die Sicherungen sind. Ja. Jetzt wird ja alles noch, die Solarregler werden noch beschriftet. Guck mal, da sind 3 Automaten von oben für Solar. Der hat knapp 1400
was Solar drauf. Komm, gehen wir mal auf die andere Seite. Das nimmt der Kunde wieder mit. Ich weiß nicht, was er damit macht. Kann er ja verkaufen oder ich weiß es nicht. Aber wir legen es meistens immer bei den Kunden rein, weil wir haben schon öfter gehabt, die Kunden sagen, wir wollen das nicht, Batterien stellen wir rein, alte Dachhauben auf Klimaanlage. Nee, da müssen sie weg. Und genau dann hast du mal einen Kunde, der ruft an, seine Bleibatterie will er für seinen Kollege und wir müssen mit UPS eine Bleibatterie nachschicken. Und seitdem haben wir hier, ne Stefan, alles, was aus dem Auto ausgebaut wird, kommt im Auto wieder rein. Fertig, aus. Da liegt ein Gasgenerator, den haben wir auch entfernt bei dem Kunde. Und hier das Spielzeug. Gut, so sieht halt aus. Ja, hier ist auch schon fertig. Große Hauptsicherung. Hauptschalter wieder eingefräst. Der versiegelt der sogar noch, der Dirk. Hier unsere neuen Dinger. Ganz, ganz großes Kino, die Dinger hier. Guck mal, ich kann jetzt immer hier ein Kabel nachziehen. Ne? Hier, guck mal, kann ich hier so mit dem Finger reingehen jetzt. Also die sind wirklich große Klasse, muss ich echt sagen. So, da haben wir noch, glaube ich, vom Batteriecomputer. Hier oben sitzt die Kombi. Die kann sich da oben raus austoben. Zu der Kombi sage ich nichts mehr. Zu der Kombi ist schon alles gesagt. Und ja, so sieht das halt aus. Ne? Ist Fortschritt schon ganz gut, ne? Weil der kriegt ja wirklich mal eben rein. Und der da ganz drüben steht, der, was ist da, glaube ich, ein Hümer, der ist morgen auch noch einen ganzen Tag hier drin. Ja, draußen stehen wieder zwei oder drei Liner. Ja, da fangen wir dann Mittwoch oder Donnerstag an. Vorher wird da nichts, weil wir haben draußen in der anderen Halle ja noch den Murillo stehen. Der wird auch noch richtig verarztet. Ja, so geht das weiter und geht das weiter und geht das weiter, liebe Camper. So sieht es halt aus. Liebe Camper, bleibt mir gesund. Und wir hören uns, wir sehen uns. Ja, der wird wohl morgen Abend fertig. Ja, aber ich muss aber auch fairerweise dann, dass hier 7 Leute dran waren. Ne? Dirk, ist doch so, ne? Ja, hier waren 7 Leute dran. Ne? Und dann habe ich da hinten noch 3 und in dem nächsten sind noch 3 und so weiter und so weiter. So sieht es halt aus. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und wenn das Projekt, großes Projekt hier wieder fertig ist, kriegen wir wieder einen Phoenix rein. Das sind immer Neuwagen. Flamm, neues Auto. Da oben hängt noch Solarkabel runter. Ist auch noch nicht fertig. Aber der wird wieder richtig schön. Daumen hoch. Guck mal, wir fahren jetzt hier 100 Ampere Ladestrom. Ja. Und haben natürlich jetzt noch eine Menge an. Im Auto ist ja alles an. Kühlschrank an. Müssten nämlich eigentlich 110 sein. Kühlschrank ist auch an. 115 Ampere müssten wir haben. Aber gut, Kühlschrank innen drin, alles an. Kombi an. So, guck mal hier. Das ist jetzt, sieht man sie auch alle beide schön laufen. Und da wird nichts mehr heiß. Das ist jetzt der Booster mit dem neuen Programm. Ja, gut, hier in der Garage liegt dann drin alles an. Kühlschrank läuft. Und, ja. Kombi ist auch an, sehe ich gerade. Kombi ist an, deswegen. Ja, muss ja alles abziehen. 6, ne? 7 Ampere, 8 Ampere noch an. So, hier sehen wir jetzt eigentlich nur 55 Ampere. Mal 2 sind 110, weil ich müsste sonst ein zweites Kabel dran machen, dann kriege ich das zweite Fenster hier hin. Lichtmaschine hat 47 Grad, aber was mich natürlich vom Hocker haut, Kinder, schaut mal her, was mich vom Hocker haut, wir haben, guck mal da, 28,9 unter Last mit 100 Ampere, also warum soll ich die hier nicht einbauen? Müsste ich ja bescheuert sein. Ja, der Wagen steht irgendwo 3-4 Tage autark, der haut sich 400 Ampere aus die Batterien. Wow. Geht der Kurs auf der Autobahn? Schau mal. Guck mal hier, weil wir kriegen auch sehr viele Anrufe. Man kann nicht einfach Kunden fragen immer, auch der Flo kommt oft zu mir. Ich nehme das Mikrofon mal hier. Wir können nicht einfach in einem Auto 2 Ladebooster ein, das geht nicht. Wir müssen nach der Lichtmaschine schauen. Die Grundstruktur. Ja, die ganzen Fiat Ducato Modelle, 60 Ampere ist traumhaft gut. Dann kommen jetzt hier die Sprinter, alle 180, 200 Ampere Lichtmaschinen. Die können gerne, wenn sie wollen, das bestimmen die Kunden, mehr Leistung. Aber wenn ich aber so einen Ladebooster jetzt mit 120 Ampere in so einem Fiat einbaue, steht hier vorne 12 Volt. Das geht nicht. Ne? Die Lichtmaschine hat, kannst du ausrechnen, 28,9, 25 Volt. Ja, das wären 14,45 normal. Ne? Also die ist sehr, sehr
stabil. Hier, Stefan, ich gebe dir mal, guck mal die Temperatur, dann ist jetzt das Thema ist durch. Ne? Also wir haben ja die neue Software und jetzt Temperatur, echt, ich habe mal gefühlt, wir haben 20 Minuten läuft er jetzt und er ist gerade mal handwarm. Also alles im grünen Bereich.